Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 12 Sekunden. Ich bin gespannt, was wir heute so Neues reinbekommen werden. Noch knappe 7 Sekunden. Haut gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Eine Sache weiß ich ja bereits, die reinkommt, aber wir lassen uns überraschen. Let's go. Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Oktoberfest-Skins zurückkommen. Krass, ein Jahr lang nicht mehr im Shop da gewesen, so halbwegs selten. Was haben wir hier? Vielleicht was Seltenes. Balenciaga bleibt alles weiterhin im Shop. Und was ganz oben? Ja gut, okay, es ist nur ein einziges Street Fighter-Paket reingekommen. Ich hätte gedacht, dass beide reinkommen, stand auch auf Twitter. Aber ich sehe nur eins. Wo sollen wir anfangen? Wir fangen kurz bei den Street Fighter Sachen an. Sind ganz coole Dinge, muss ich sagen. Vor allem die weibliche Variante, der Rest ist so ganz okay. Hat hier zwei verschiedene Styles. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Passendes Backbling, das ist schon cool. Ganz cool animiert. Was haben wir hier? Ja, Spaghetti-Frisur kann man machen. Zwei Stile. Also, das passt absolut gar nicht zum Skin. Darauf gucken wir am besten einfach nicht. Passendes Backbling, das ist cool. Das ist sehr cool gemacht. Wie oft habe ich jetzt bis jetzt cool gesagt? Locker 20 Mal. Locker. Chilliger Leiterbildschirm. Ganz entspannt. Kann man machen. Was haben wir hier? Emote integriert, oder? Finde ich ein bisschen schade. Aber passt natürlich zum Skin. Und das Ganze hier für die männliche Variante. Chillig. Alles einzeln kaufbar für... Okay, doch nicht. Gleich kommen wir dazu. Spitzhackenpaket. 1,6 für 3 Spitzhacken. Ne, 2. Coole Spitzhacke. Cooler Sound. Was haben wir hier? Sound. Oha. Soundeffekte sind endlich mal cool. Und der passende Gleiter. Der ist krass. Also für 1,6 chilliges Paket. Alles einzeln kaufbar. 1,6. 1,6. 800. 800 und ich glaube 800 V-Bucks. Sehr entspannt. Ansonsten haben wir hier natürlich die ganzen seltenen Dinge. Ich schaue mal nebenbei für euch nach, wie selten das Ganze ist. Heidi ist ein sehr, sehr schöner Skin. Gefällt mir ultra gut. So. Also oben Street Fighter Bundle 38 Tage alt. Heidi ist 337 Tage alt. Ist okay. Knappes Jahr alt. So. Ja, die ist echt entspannt. Sieht echt schön aus, muss ich sagen. Passendes Backbling. Ja, würde ich jetzt nicht benutzen, aber passt natürlich zum Skin. Passende männliche Variante. Sieht auch ultra lustig aus mit dem Bart hier. Was haben wir hier für ein Backbling? Das gefällt mir deutlich besser. Ist, glaube ich, sogar reaktiv. Da kommt, meine ich, nach einer gewissen Zeit dieser Vogel da raus. Wird hier aber nicht angezeigt, meine ich. Was haben wir hier? Spitzhacke? Ultra nice. Für 500. Muss ich nicht meckern. 337 Tage alt, also die kompletten Oktoberfest-Items sind genauso alt. So, Gleiter ist auch entspannt. Kann man machen, warum nicht? Was haben wir hier? Raptor? Ja, 53 Tage alt. Zwei Stile. Ist okay, aber trotzdem ist schon teuer, muss ich sagen. Backbling? Ja, ist okay. Weibliche Variante würde ich niemals kaufen für den Preis, außer die bekommt irgendwann mal 5 Stile. Was haben wir ansonsten noch so? Ja, lustige zwei kleine Augen hat er hier, aber ansonsten für den Preis gibt es deutlich besseres. Genau das gleiche gilt für die Spitzhacke, ultra teuer. Aber trotzdem nice Spitzhacke. Das ganze Raptor-Set 53 Tage alt. Täglicher Bereich ultra langweilig, so von den Tagen her, von den Seltenheiten her nichts Seltenes dabei. Aber die ist ganz cool. Die hat nämlich 3 Stile. Das ist schon, muss man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man das denn mag. Dann ist es schon, lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir hier? Der hat, glaube ich, mehrere Stile, genauso Standard. Einmal hier so Burger, was? Burger Pyjama, okay. Ja, okay, ist in Ordnung. Der letzte Stil gefällt mir am besten, keine Ahnung wieso. Und wir haben hier einmal Maske an und Maske ab. Was haben wir sonst noch so hier? Jonglieren ist 33 Tage alt. Ja, ist etwas langweilig. Was haben wir hier? Fischen, sehr, sehr chilliger Emote. 34 Tage alt. Dann haben wir hier das hier, 35 Tage alt. Und zu guter Letzt haben wir hier das Emote für 200 V-Bucks und ist 31 Tage alt. Und dann beende ich hiermit das kurze Shop-Video.